Ja, mal grüße euch, meine lieben Brüder und Schwestern meiner Seele. Heute mache ich mal ganz ein spontanes Stegreif-Video zu dem Thema Zeitlinien. Es hat mir eine YouTuberin danach gefragt. Ich habe jetzt noch ungefähr 25 Minuten Zeit, bis dass ich mit meiner Arbeit anfange. Ganz wichtig, alles, was wir bis jetzt gelernt haben, sage ich immer wieder zu meinen Schülern. Merkt euch das. Das ist ganz wichtig. Kann ich natürlich diese Aussage auch wissenschaftlich verifizieren? Ja, kann ich. Nebenbei empfehle ich dieses Buch, Unchurched Now, hat zwar jetzt mit dem Thema Zeitlinien auch was zu tun, aber da bin ich auf ein Zitat gestoßen, ich bin jetzt mit dem Buch schon fertig, da werde ich mal generell wieder machen, was der Albert Einstein sagt. Albert Einstein, da werden wir heute ein bisschen zu dem kommen, den werden wir ein bisschen aufschneiden. Das Einzige, das meinem Wissen im Wege steht, ist meine Schulbildung. Also, ich glaube, ich kann das wissenschaftlich verifizieren. Was wir in der Schule gelernt haben über das Thema Zeit, ist immer eine interessante Sache. Wir wissen, es ist eine physikalische Erhaltungsgröße, bla bla bla. Sie wird gemessen und solche Sachen machen wir nicht. Dann hat man relativ, das heißt, wir sollten einmal grundsätzlich uns überlegen, wie wir diese Begriffe definieren. Und es gibt dann hier natürlich zwei Weltbilder. Das Weltbild, das alte Weltbild. Man nennt auch das Newtonsche Weltbild, sprich, oder kann man sagen, hier das Quanten, ja. So, Quantenzeitalter, das heißt im Endeffekt seit 1927 war es ja offenkundig, dass man das alte Newtonsche Weltbild und auch die Vorstellungen von Zeit komplett überarbeiten müssen. Der Albert Einstein hat ja aus dem universellen Quantenfeld auch die spezielle Relativitätstheorie, sprich auch die allgemeine, habe ich vorgeholt. Das sind Dinge, wo man sich auch draufkommt, ist, dass die Zeit nicht wie angenommen konstant und linear verläuft. Das heißt, hier t von t ist konstant. Im newtonschen klassischen Weltbild und in der newtonschen Mechanik ist es so, oder wie es wir auch in unserem Bewusstsein eindoktriniert gehabt haben, ist Zeit, kann man sagen, eine fixe, unveränderbare, veränderbare, lineare Größe, die was immer noch den gleichen Zyklen abläuft. Man ist dann draufgekommen, im Quantenzeitalter, speziell mit der speziellen Relativitätstheorie. Ich habe mich mal in der fünften HTL damit auseinandergesetzt und war mal ein bisschen fad. Und habe mir gedacht, die Schreibermechanik haben wir ja Thema über das Thema spezielle Realitätstheorie. Und da ist man draufgekommen, dass Zeit unter Anführungszeichen, ich rede mal nur mal über die Begriffe aus physikalischer Sicht. Das ist einmal meine Grundlage und dann gehen wir in die spirituelle Sicht ein, beziehungsweise in die persönliche. So. Dann ist es wichtig, dann ist man draufgekommen, das haben mittlerweile auch schon gemessen, das heißt, das ist auch verifiziert wissenschaftlich, dass die Zeit, je nachdem, mit welcher Geschwindigkeit wir uns fortbewegen, man muss aufpassen bei der Begriffsdefinition, die Zeit dann im Endeffekt variabel wird, sprich relativ. Ich habe das einmal hergeleitet, ich glaube, die Zeit in Abhängigkeit der Geschwindigkeit ist, glaube ich, T0 durch Wurzel aus 1 minus V Quadrat durch C Quadrat. Ist jetzt im Grunde genommen nicht so wichtig, wie man diesen Korrelationsfaktor kommt. Also was wichtig ist, was heißt das, was mir natürlich schon ein bisschen Sorgen macht. Dass Gott anscheinend ein genialer Naturwissenschaftler ist, weil alle zentralen und wichtigen Algorithmen lassen sich exakt in mathematisch determinierbare Formeln und Berechengänge abgehen. Ob Bühnen das macht, mir ein bisschen Sorge. Ich glaube, man kann das schon ein bisschen lesen. Ja, ich glaube, ich weiß, ich brauche ein bisschen bessere Beleuchtung. Es ist nicht wichtig. Also mit den Quellen vielleicht eventuell ab und zu mein HTL-Schüler oder was, ist es aber doch hochinteressant, habe ich wirklich dann mal mit dem Thema sich auseinanderzusetzen und die Lorentz-Gleichungen herzuleiten, ist einmal interessant, sage ich jetzt einmal. Wichtig, Zeit ist abhängig von der Geschwindigkeit. Das heißt, wer es in der Mathematik auskennt, was diese Funktion bedeutet, wie diese ausschaut, das heißt, die Zeit mit Erhöhung der Geschwindigkeit wird immer, immer, immer vergeht immer, immer langsamer. Also, wenn man zum Beispiel jetzt an eine schnelle Rakete, das ist also ein Thema, eine Atomuhr anhängt,
Und auf der Erde hat man hat es quasi mit russischen Kosmonauten gemessen und die, was mit hoher Geschwindigkeit im Orbit sind. Ich rede jetzt gar nicht über das Thema flache Erde und so, ich streite nicht über Keizersbad. Ist mir wurscht, überzeugt meines Besseren. Ich kann nur Dinge glauben, was ich einfach auch mit meiner Herzintelligenz, aber auch mit Logik und Hausverstand nachvollziehen kann. Wenn mir jetzt, wenn mir kommt, die Erde ist flach und wenn du dir nicht an die flache Erde glaubst, bist du verdammt, dann erinnert mich das wie an ein Kirchendogma. Mit solchen Argumenten, bitte kommt man mit anderen Argumenten. Ich bin immer für alles offen. So, kommen wir zurück. Ich rede jetzt nur über die Zeit. Das heißt, allein hier machen sich, je nachdem, mit welcher Geschwindigkeit man unterwegs ist im Leben, da komme ich jetzt gleich auf den spirituellen Begriff, wie groß die Wachstumsgeschwindigkeit ist. Ich schreibe jetzt gerade die Differentialgleichung, auch keine Angst. Auch das lässt sich mathematisch determinieren. Erlebt man bereits schon andere tatsächlich erlebte Zeit? Hat man nachgemessen, ist wissenschaftlicher Veritibilität. Was passiert jetzt? Ich würde es gerne ein bisschen ausholen, ein bisschen tiefer gehen. Grundlegende Mathematik, Limes, braucht man nicht. Okay, mach es ganz. Was ist, wenn zum Beispiel die Geschwindigkeit nahe zur Lichtgeschwindigkeit kommt? Was passiert dann mit der Zeit? Die Zeit konvergiert dann quasi, kann man sagen, gegen unendlich oder, willst du sagen, sie bleibt stillstehen. Stillstand der Zeit. Das heißt, je mehr wir uns quasi von dieser 3D-Welt in unserem Bewusstsein jetzt in unser natürlichen Ursprung, das Elektron lebt auch im Endeffekt aus Energiewirbel, im universellen Quantenfeld ist keine Materie, schaltet sich nur als Materie, wenn es der Beobachter beobachtet, Kopenhagener Deutung. Ich habe einmal da einen Vortrag gehalten über, ganz einen kleinen Vortrag über Quantenphysik und Quantenphilosophie in einem Dumpzeitalter, kann ich gerne als PDF weitergeben. Da geht es einmal um die Grundbegrifflichkeiten, dass man das ein bisschen versteht. Naja, das heißt, die Zeit friert ein, kann man sagen. Raum ist ein anderes Thema, da reden wir dann noch. Es geht um Zeit und Raum. So, wir sind noch bei der Zeit. Das heißt, allein mit welcher Wachstumsgeschwindigkeit wir uns entwickeln, erleben wir schon eine andere Zeit. Ich rede noch nicht Linie, weil das ist ein anderes Thema. So, das kann natürlich auch die fernöstlichen Mythologien wissen um das. Das heißt, im Zustand des Shamadhi, in der tiefen Versenkung, betritt man das universelle Quantenfeld, sprich dort fallen Raum und Zeit auf einen Punkt zusammen. Wer natürlich zum Beispiel Lysergsäure-Diethylamid schon mal probiert hat, hat auch diese Erfahrungen gemacht, dass Zeit plötzlich stillsteht oder man das Gefühl hat, eine Minute dauert 100 Jahre, auch der biblische Begriff 1000 Jahre sind ein Tag. Das heißt, Zeit ist damit grundsätzlich ein relativer Begriff. Nur in unserem Hamsterrad, dass unser Hamsterrad funktioniert, müssen wir nur rein diese newtonsche Zeit erleben. Und so erleben sie wir auch dann. So, sobald wir uns mit dem Thema auseinandersetzen, unser Bewusstsein öffnen, unser Wissen erweitern, werden wir die Zeit auch anders erleben. Im Hier und Jetzt zu sein, heißt auch im in der quantentheoretischen Deutung von atomaren Vorgängen, sprich so zu leben wie das Elektron, wo man dann wirklich auch den Begriff, wo der Begriff Zeit plötzlich nicht mehr wichtig ist und auch keine Rolle mehr spielt. Es wird dort in diesem elektromagnetischen Energiespektrum, wo es eigentlich alles ist, Elektromagnetismus, kommt alles auf einen Punkt zusammen und es gibt keine Zukunft und keine Vergangenheit. Schön für die Schüler, kein Plusquamperfekt mehr, kein Futur 2 und so weiter. Zeiten sind ja wunderbar, aber es gibt nur mehr das Hier und Jetzt. So, das heißt, wichtig ist als erstes, um Zeitlinien zu verstehen, sollte man den Begriff Zeit einmal erörtern, dass die Zeit nicht linear ist, sondern die Zeit im Endeffekt eine variable Größe ist, die was einmal grundsätzlich mit der physikalischen Geschwindigkeit zusammenhängt. Primär Geschwindigkeit ist das Symbol für spirituelles Wachstum. Je schneller ein Mensch spirituell wächst, je mehr wird er auch die Zeitqualität besser erleben. So, ich könnte noch lange drüber reden, lassen wir's. Ich mich hat jetzt nervt mit Physik. Jetzt begreifen wir über das Begriff Linien, wobei das Wort Linie auch hier schon wieder zweideutig ist, wenn ich zum Beispiel eine konstante Bewegung in der Newtonschen Physik nehme, ja, S von T ist konstant,
gleichförmige Bewegung, dann würde zum Beispiel, wenn ich so eine Taschenlampe hernehme und ich habe einen Lichtstrahl, dann würde dieser Lichtstrahl laut den Newtonschen Gesetzen, sage ich jetzt einmal, geradlinig verlaufen, drum Linie. So, jetzt wissen wir aber, dass das Newtonsche Zeitalter im Endeffekt einer dringenden Ergänzung bedarf. Ich muss diese Erkenntnisse aus der Quantenphysik, wo auch durch die allgemeine und spezielle Relativitätstheorie dazugehört, natürlich mit implementieren, und somit gibt es wieder ein paar wichtige Sachen. Punkt 1. Eine Linie ist nicht immer einen Meter lang. Das hängt auch wieder davon ab, das sagt die spezielle Relativitätstheorie, dass je nachdem mit welcher Geschwindigkeit man einen Urmeter durch den Raum schickt, unter Anführungszeichen, dass sich die Länge verändert. Auch das ist mittlerweile wissenschaftlich bewiesen. Für unser starres Weltbild, Newtonsches Weltbild, sehr determiniert, sehr begrenzt, unvorstellbar. Das ist Tatsache. So, aber das kommt noch was. Ein Lichtstrahl in Wirklichkeit kann auch so verlaufen. Man sieht das, glaube ich, ein bisschen, ja. Sprich, wenn ich irgendwo, und jetzt kommt das Thema, die sogenannte Gravitationskraft. Man ist dann drauf gekommen, aber da komme ich dann dazu, zu dem Thema. Ich glaube, dass die Gravitationskraft anders determiniert ist, meine Hypothese, dass quasi Linien aufgrund der Gravitation gekrümmt werden können. Dieses Kapitel findet sich in der quasi allgemeinen Relativitätstheorie. Und wo es dann so weit geht, im Endeffekt, dass man dann im Endeffekt dies auch eine Linie ist. Das ist auch wieder diese Unendlichkeit, dieser Unendlichkeitsbegriff. Also, im Tatsächlichen ist erstens eine Linie nicht immer eine Linie. Eine Linie ist gekrümmt, kann gekrümmt sein. Das gilt nur in der euklidischen Geometrie. Aber auch auf dieser Erde, wenn wir vorausgehen, dass diese Erde gekrümmt ist, was ich dabei vorausgehe, würde mit niemandem darüber streiten, macht auch für die Physik einfach einen Sinn. Gibt es sowieso keine euklidische Geometrie, wenn man genau natürlich das definiert. Ist nicht so wichtig. Also, jetzt habe ich ein bisschen viel dahergefasselt, ein bisschen über grundlegende physikalische Begriffe. Wichtig ist, dass natürlich jeder Mensch, natürlich aufgrund von seines Bewusstsein bedeutet, wie wir diese 3D-Welt wahrnehmen und wie diese 3D-Welt mit uns interagiert. Somit der Begriff Zeitlinie, jeder nimmt einfach das anders vor. So, und jetzt kommt noch was. Jetzt gehe ich ein bisschen auf das Spirituelle. Es gibt Entscheidungen, ja, eine Scheidung, wo man vor im Weg vor einer Weiche steht. Ja. Und man muss sich entscheiden, entweder Weg A oder Weg B. Wenn man Weg B, das kann zum Beispiel sein, man weiß im Leben oft Momente, da hat es gegeben, da habe ich mich entscheiden müssen. Und durch diese Entscheidung hat man quasi eine neue Realität geschaltet, sprich eine neue Zeitlinie. Jedes Mal, wenn sie wir entscheiden, entscheiden wir uns für eine spezielle Zeitlinie, die was parallel zu anderen vielen Möglichkeiten verläuft. Das heißt, im Endeffekt, es ist frei wählbar, welche Zeitlinie wir einschlagen und auch erleben. Es gibt da nicht richtig oder falsch, das darf man auch nicht sagen. Man kann sich, hätte ich doch diesen Weg gewählt, im Endeffekt hätte ich diese Zeitlinie gewählt, ich hätte dann eine ganz spezielle Erfahrung gehabt. Und wichtig ist es bei den Zeitlinien, wir haben ja auch unseren Seelenplan. Sprich, wir haben ja quasi bestimmte, wie auf einer Autobahn, wir können die Spuren wechseln, aber wir haben eine bestimmte Richtung, da können wir nicht aus. Und wenn wir zum Beispiel, sage ich jetzt, diese Erde inkarnieren, ich hoffe, dass man das sehen kann, ja, okay, dann, sage ich jetzt einmal, gibt es oft Möglichkeiten, wo man sich für bestimmte Erfahrungen entscheiden, und wo man dann auch andere Zeitlinien gehen, die was auch Grund sein können oder wieder uns zurückführen können zum Ausgang. Das heißt, man kann ja gewisse Dinge, man muss in der Schule so lange gewisse Dinge machen, bis dass man es gelernt hat. Und zum Beispiel Partnerwahl,
Wohnungswahl, Arbeitsplatzwahl, das ist, hier kreiert man eine Zeitlinie. Und ich sage auch, wie das in der Zukunft noch viel wichtiger ist. Und man erlebt natürlich, man hat dann ganz andere Formen. Aber in Summe, kaum oft, ich habe quasi einen Seelenplan, einen Eingang, einen Ausgang, und wie dazwischen oft das gestalte, das ist nur meine Hypothese, dass ich im Endeffekt wieder zu den gleichen Erfahrungen komme. Sprich, zum Beispiel, habe ich jetzt, werde ich in der Arbeit mit zum Beispiel mit dem Thema unlaunischer Chef konfrontiert und ich kündige die Arbeit, ich wechsle diese Zeitlinie somit, ja, und komme drauf, dass ich wieder in der neuen Arbeit nach einer Zeit dieselben Probleme habe, weil wir hier nicht gelernt haben. So, sprich, nur mal ganz kurz, das ist nur meine bescheidene Erfahrung. Was ist eine Zeitlinie? Eine Zeitlinie ist eine Entscheidung, ein Punkt, wo sich verschiedene Entscheidungsmöglichkeiten geben, welchen Weg ich gehe. Und jetzt kommt es nun zum Beispiel auch, was wir draußen erleben, ist einfach eine Spiegelung unseres Selbst. Das heißt, wie gesagt, im Endeffekt, das Bewusstsein und die Realität schaltet ja gegenseitig. Und jetzt kommt es natürlich, zum Beispiel jetzt, wie diese Angelegenheit, ich sage jetzt nur ein Beispiel, wie man Zeitlinien erlebt und wahrnimmt. Und es ist eine Entscheidung. Zum Beispiel, ich habe mich entschieden, dass jetzt, was alles jetzt momentan nach dem 20. Jänner geschieht, einfach eine Phase ist. Eine riesengroße Show. Und so erlebe ich das auch. Das heißt, alle Ängste, alle Befürchtungen, alle Sorgen nehme ich jetzt nicht auf diese Zeitlinie mit, weil ich mich für diese Zeitlinie entschieden habe. Und ich mache ganz andere Erfahrungen, wie zum Beispiel andere Menschen. Oder zum Beispiel, wie die ganze Geschichte angefangen hat mit dem, ja, mit dem chinesischen Schnupfen, könnt ihr euch nur erinnern, da habe ich mich von Anfang an entschieden für die Zeitlinie, ich lasse mich nicht von der Angst triggern. Und ich habe im Großen und Ganzen nie Ängste gehabt. Meine Mutter hat sich damals entschieden für die Zeitlinie öffentlich-rechtlichen Medien Angst. Sie hat diese Zeit, das heißt, das sind zwei Menschen, die was sie sehr gut kennen, haben parallel erleben, diese Zeitqualität ganz anders, in einem ganz anderen Bewusstsein, fast um diametral 180 Grad. Das heißt, wir haben sehr viele Möglichkeiten, sehr viele Entscheidungsmöglichkeiten. Wichtig, wir können frei wählen, unsere Zeitlinie. Wie wir einfach jetzt unser Leben erleben. Sprich, ja, die Zeitqualität, es hängt sehr viel davon, wo können wir mehr wachsen und wie immer. Und ich weiß, ich habe jetzt vielleicht viel dahergefaselt, aber das waren nur ein paar so Impulse zu dem Thema Zeitlinien. Man könnte da jetzt theoretisch noch viel daherplaudern und über Lorentz-Gleichungen reden und Relativitätstheorie und spezielle Physik und Quantenphysik. Ich glaube, wichtig ist einfach auch, wie wir können entscheiden, welche Qualität wir unserem Leben geben, indem wir uns für bestimmte, sage ich jetzt, Schwingung, ja, Frequenz und Schwingung. Man denkt wieder zum Beispiel an Tesla, wenn du das Universum der Menschen verstehen willst, geht es um Frequenz und Schwingung und Energie. Für welche Energie wir uns entscheiden, für Angstenergie oder für, sage ich jetzt einmal, nicht angstfreie Energie. Und wir haben quasi die Entscheidung getroffen, wir gehen in eine andere Zeitlinie. Sprich, wir erleben parallel, es gibt sehr viele Parallelwelten, jeder Mensch erlebt natürlich alles anders und das hängt sehr viel davon ab, für welche Richtung ich eine Entscheidung treffe und so werde ich auch die Zeitlinie dann ganz anders erleben. Ja, wie gesagt, jetzt geht es dann bei mir bei der Arbeit los, jetzt zitiere ich dann meine Schüler und somit wünsche ich euch allen einen schönen Tag und bis bald.